Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem Gefecht, einem Replay, eingesendet von Grantel Pertiger in seiner Kolbeer. Und ja, ich weiß, wir hatten tatsächlich erst vor, in Anführungszeichen kurzem, ein Kolbeer-Video. Aber wie es immer so ist, werden viele Spieler von einem Replay dazu angehalten, das Schiff auch mal wieder auszupacken und damit zu fahren. Dementsprechend kommen nach einem Replay immer öfter Videos von genau diesem Schiff. Ich denke, die Kolbeer ist aber im Gegensatz zu einer Montana, einer Yamato oder einem großen Kurfürsten selten genug, dass man sich auch ein zweites Replay einmal anschauen kann. Frage ist natürlich, wird es anders gefahren? Pauschale Antwort darauf wäre ein statistisches Ja. Aus dem einfachen Grund, eine andere Karte und vor allem ein anderer Kapitän mit, man sieht es auch hier offensichtlich, also auf den ersten Blick nicht, anderer Skillung. Wir haben hier wieder 16,6 Kilometer Reichweite, der ansonsten 13,8 Kilometer Reichweite, Stock der 127 mm. Und ich denke mal, das könnte interessant werden bei den neuen Kapitänskillungen, wenn Wargaming die wirklich so bringt. Was macht dann eine Kolbeer ohne AFT-Skillung? Ja, mit weniger Reichweite rumfahren wäre natürlich die normale Antwort. Dann bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Da. Oh ja, da wird auch schon da über das neue Skill-Rework diskutiert. Das finde ich erfrischend, dass das tatsächlich auch, ich kann das nicht mehr aufmachen, hier Thema in den einzelnen Gefechten ist. According to Wargaming. Ah, da wird gelacht. Wunderbar. Übrigens, Manfred von Richthofen, Midway. Vielleicht kaufe ich mir, zum Glück habe ich es noch nicht gemacht, für Stahl dann doch die Franklin D. Roosevelt. Das könnte tatsächlich eine interessante Idee werden. Gott sei Dank, ich wollte mir schon die Borgon holen vor ein, zwei Tagen. Aber naja, da überlege ich es mir nochmal. Auch wenn ich nicht der CV-Spieler schlechthin bin, ist ja nicht so, wie als könnte man es nicht probieren. Alles für den Sieg. So, schauen wir mal. Grantel Pertiger in seiner Kolbeer ist eh schon nah genug dran. Das muss man einfach sagen. So nah an See, wenn hier auf der anderen Seite Moskwa, Des Moines etc. ankommen. Yamato, Yamato, Kremlin. Es wird ein interessantes Gefecht. Da kommt schon das erste Radar. Das ist natürlich sehr, sehr tragisch von einem Kreuzer mit 36.100 Stock. Und hier wurden nicht die SP, also Punkte für den SP-Skill, hergenommen, sondern wahrscheinlich in offensive Varianten. Mal schauen. Bin gespannt. Kapitänskillung wird hoffentlich dabei sein bei einem so interessanten und selten gesehenen Schiff. Ich denke mal auch am Dalineostrajimi für Neustrajimi, Projekt 41, wie es auch genannt werden kann, wenn es mich nicht täuscht, weil ich glaube, das müsste es sein. Ins Spiel kommt für Kohle, ob wir die dann öfter sehen oder der Grund, warum wir sie nicht so oft sehen, nicht der Stahl ist, sondern weil es einfach ein Schiff ist, das es nicht so dringend braucht. So, dann schauen wir einmal die Fackelqualität der Kolbeer an. Schaut, da ist nichts Policy drauf. Na gut, das werden wir sehen. Vielleicht sind auch nur die Tracer ausgemacht. Und schon ein erster Brand bei Feindberührung. Das ist genau das, das man sehen möchte, wenn man einen Brandstifter fährt. Pyromane, Grantelbärtiger hier in seinem Element. Leider aufgedeckt, wahrscheinlich durch die Shimakaze, die hier um die Ecke gefahren ist. Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn die Stalingrad, die offen? Nein, er ist durch die Mitte offen. Nein, ist er nicht. Wo zum Teufel ist er offen? Oder war er offen? Kurz einmal das Aufblitzen. Uiuiui. Ja, da muss man gut aufpassen. Einmal kurz aufblitzen, einmal kurz abgesetzt. Da rechts dahinter, habt ihr das gesehen, hinter der Insel, war da Beschuss? Ist das unsere Shimakaze? Oder hat jemand anderes drauf geschossen? Ah. Kann sein, dass die Shimakaze zurückgefahren ist und er einmal kurz bei 9 offenbar, als er zwischen den beiden Inseln hier weit links, der großen Hauptinsel in See und seiner kleinen Insel, ja, das wird es wahrscheinlich gewesen sein, denn von daher kommen auch die Torpedos. Deswegen, und da ist sie auch. Ja, das beschreibt genau das, was ich gerade gesagt habe. Wunderbar. Der eine Grund, warum die Stalingrad nicht Radar gezündet hat, weil sie nicht offen war, weil die hintere Insel rumgefahren ist.
Da, natürlich sind wir wieder offen. Da kommt jetzt von der Mitte aus die Hayate rein. Wir müssen warten, bis wir zugehen. Die Insel im Schutz, denn wie gesagt, eine Salve. Eine Salve ist ausreichend. Habe ich schon gesehen. Pulvers platzen. Und die Hayate ist tatsächlich schon auf der 7er-Linie. Oder unsere Shimakaze sitzt schon näher dran auf der E-Linie. Dann wird's jetzt interessant. Großer Kurfürst, Sekundärartillerie penetriert fast alles auf der Colbert, deswegen super gefährlich und super lästig. Ja, da muss Grantelbärtiger, das ist eher der richtige Name, gut aufpassen. Die Shimakaze-Torpedos helfen der Stalingrad hier wahrscheinlich nicht über die Runden und da ist die Hayate. Es ist schwierig, im Moskva-Radar noch 2 Kilometer für die große Kurfürst hydroakustische Suche. Torpedos fehlen uns komplett. Lieber die Hayamato noch einmal anzünden, als hier reinzuschießen in den unsichtbaren großen Kurfürst, der gerade den Rauch durchquert hat und nicht offen war durch die Shimakaze. Eieiei. Lieber die Anzahl der Feinde reduzieren, danach vielleicht, den Kurfürsten auf jeden Fall, der muss ja weg, anstatt hier nur Schaden zu farmen. Ganz, ganz wichtig. Das ist jetzt die kritische Phase. Die Hayate auf der einen, die Shimakaze auf der anderen. Hier in diese Richtung Schlachtschiffe ohne Ende. Von rechts oben kommen Torpedos. Das sind unsere gewesen, die Shimakaze abgesetzt hat, Gott sei Dank. Und ich hoffe, die Yamato hat es bald hinter sich. Der große Kurfürst könnte hydrakustische Suche einsetzen, hat er aber nicht gemacht. Hat er vielleicht schon benutzt, weil Shimakaze da war. Und da macht die Shimakaze den Fehler ihres in kurzen Lebens. Oh Gott, was war das gerade? Ihres kurzen Lebens. Ein Abgesang auf die Colbert und ihre 127mm Granaten, die in Kürze wahrscheinlich sehr, sehr beschnitten werden. MNS-2 Tuga 64 war ein bisschen zu aggressiv. Hätte er sich doch... Und da kommt dieselbe der Yamato. Uff! Hat das da nach einem Abpraller geklungen? Unmöglich. Es war auf jeden Fall zwei Overpants können das gewesen sein, rein vom Schaden her. Oder war ein bisschen Sekundärartillerie drauf. Und noch ein Brand. 5 Brände, 65.000 Schaden in diesen intensiven ersten 7 Minuten und 7 Sekunden. Ein Wahnsinn. Die Moskwa natürlich steht immer noch an der Ecke. Jetzt wieder offen durch die Hayate. Und hätten wir Torpedos, könnte man hier vielleicht etwas machen. Und hier wird zu Recht die Yoshino und die Yamato angepingt für fehlende Unterstützung. Sniper Club. Ein Umstand, den wir vielleicht zukünftig noch ein bisschen häufiger sehen. Schlecht gezielt mit einem Schiff, mit dem es einfach ist zu zielen. Schlechte Munitionswahl mit einem Schiff, bei der es einfach ist, die richtige Munition zu wählen. Zeigt die Colbert nur ein bisschen Breitseite. Da macht die Hayate den gleichen Fehler. Was ist denn los mit ihr? Aufgeregt durch die Shimakaze? Ich sehe schon, Grantelbärtiger will er eine Falle stellen. Er kann nicht nach vorne. Er kann jetzt nach vorne fahren. Er könnte jetzt nach vorne fahren. Er sollte zu sein. Hayate hinter der Insel, Moskva hinter der Insel. Er sollte jetzt Vollgas geben und das macht er auch. Und hart rechts eindrehen und die Hayate, also engagen. Ich würde sie anfahren tatsächlich. Weil, na gut, Torpedos sind immer gefährlich. Aber das wäre so ein Surprise, Motherfucker. Ja, und wenn man schnell genug ist, er macht's. Ich bin gespannt. Das ist übrigens der Unterschied zwischen ich fahre safe oder ich fahre geil. Von wegen, ich gönne mir den Spaß mit RBF, eine Hayate, die mich nicht kommen sieht, weil die Moskwa hier nicht deckt, hoffentlich das Radar nicht ready hat, ansonsten ist alles vergebens und ich werde vom Kremlin gelöscht. Paar Manöver. Und da ist sie, um sie maximal abzufacken. Ideal wäre, wenn sie, na gut, selbst wenn sie ins... Selbst wenn sie in den Smoke gehen würde, werden wir offen sein, wenn wir schießen. Gut, der Kremlin ist weg. Die Insel muss zwischen uns sein, denn unsere maximale Aufdeckungsreichweite im Nebel. Leider hat sie die Reichweite der hydroakustischen Suche verlassen. Es war ein schlauer Gedanke von Grantelbärtiger, glasklar. Wenn er schießt, wird er aufgehen, auch wenn die Hayate im Smug ist, weil er zu nah dran ist, weil die hydroakustische Suche nicht höher ist als die Aufdeckungsreichweite bei Abfeuern im Nebel. Dementsprechend wollte er die Insel zwischen sich und der Hayate lassen und die Hayate wollte er so runtergehen. Aber die Hayate war, ich würde sagen, nicht dämlich. Die hat wahrscheinlich auch ein bisschen Glück gehabt. Wir haben noch 37 Sekunden, das wird reichen. Und ist einfach davon gefahren. Unwissentlich
der Position der Colbert. Die Moskau übrigens hier, keine Ahnung, was sie da macht. Die hat eine Position gefunden, hinter der sie kaum wirken kann, und die wird sie beibehalten, um auch auf die Yoshino zu schießen, auf die sie bald nicht mehr wirken kann. Naja. So ist das halt. In Kürze wird es aber schwierig. Die Torpedos der Hayate werden wahrscheinlich nicht im Kommen sein, weil ihr Winkel nicht gereicht hat. Wenn überhaupt, wird sie jetzt dazu ansetzen. Die Frage ist, dreht sie nach links oder nach rechts? Der schnellere Weg wäre nach links, vielleicht dreht sie nach links. Also der schnellere Weg für die Hayate. Ja, seht ihr? Jetzt hat sie sie abgesetzt. Wie gesagt, dann hat sie höchstwahrscheinlich nach links gedreht. Kann natürlich dann auch wieder nach rechts gedreht haben, um hinter die Insel zur Moskau zu fliehen, oder sie flieht vorne rum. Da sie jetzt aber noch nicht den Quadrant... Ja, eigentlich ist das nicht so wahr. Sie hat den Quadranten nicht gewechselt. Ich wollte gerade sagen, sie wird doch nicht hier stehen geblieben sein oder hier auf der Linie stehen geblieben sein. Es gibt keinen triftigen Grund, warum sie das machen sollte. Geil, das sind die Yoshino-Torpedos, ne? Die man einfach nicht auf dem Schirm hat. Brutal. Komm, Yoshino, mach noch. Da kommen immer mehr von den Teilen. So, jetzt kommt die Moskau. Das wäre fatal gewesen, hätte die Moskau AP geschossen. Den Heal. Die Moskau AP. Doch, sie hat AP genommen, aber schlecht gezielt. Den Heal. Wie eiskalt ist Krantenbärtiger oder wie konzentriert? Jetzt gibt's AP und den Heal. AP. 127 mm AP reicht, aber wir brauchen den Heal. Der Heal kommt, jetzt fällt nur noch AP. Manchmal ist mit AP schießen tatsächlich besser. Ihr seht, 67 nicht durch Schläge, weil zu tief gezielt wird. Das sind alles nicht Durchschläge. Jetzt kommt die AP. Ja, das hätte vielleicht 5 Salben vorher passieren sollen. Dann wäre es... Ja, bisher... Perfekt ist immer ein schwieriges Wort. Weil es gibt immer Dinge, die man anders machen hätte können. Hätte man Dinge anders gemacht, wäre man in eine gänzlich andere Situation gleich zu Beginn gekommen. Und dann ist es wieder schwierig zu bewerten. Aber nahezu perfekt wäre es gespielt gewesen, auch interessant für den Zuschauer. Man hätte natürlich wegfahren können, auf die sichere Art und Weise spielen, wäre aber nicht so ein geiles Spiel gewesen. Das Einzige, was hier ist, oder was hier der kleine Fehler war, war das Fehlen des Wechsels auf AP 5-6 Salben vorher. Man kann auch noch diskutieren, ob der Heal notwendig war, also früher zu ziehen oder nicht. Wenn Adrenalinrausch geskillt war, hat man dadurch natürlich auch ein paar Prozent Reload, also Nachladegeschwindigkeit, gewonnen, was in jedem Fall praktikabel ist, selbst bei einem Kreuzer, der Stock 3,4 Sekunden Nachladezeit hat. Ob die Gefahr den Bonus rechtfertigt, hätte die Moskau besser gezielt und hätte sie vorher schon einmal AP geladen, ist halt so, dass von der Colbert nicht so viel übrig bleibt, wenn überhaupt. Also, wenn man in einen vorhersehbaren Fight geht, sollte man das tatsächlich mit den größten Überlebenschancen machen. Sei es nur fürs Team. Der Schaden bei 3,4 Sekunden, also der Schadensbonus durch die, was waren das jetzt? 0,5%, sagen wir 1% Nachladegeschwindigkeit, war wahrscheinlich marginal. Oder waren zu viel? Nachdenken. Ach, ist ja egal. 3,4 Sekunden. Wie viel wird es da bestenfalls gewesen sein? Da, Thunderer. Ich habe tatsächlich die... Das Problem ist bei den niedrigen Punkten hier, bei den niedrigen TP generell des Schiffs, kommt es einem nie so vor, oh, der hat... noch die 3/4 vom Ding, aber hat nur noch 25.000. Ja, aber ist halt doch nahe des Todes hier, 12.000 Trefferpunkte zu haben, obwohl es ein Drittel vom Gesamtleben ist. Da macht man sich im großen Kurfürsten, gut, andere Klasse, da macht man sich in der Moskwa bei 20.000 ein bisschen weniger Gedanken, obwohl es auch nur ein Drittel ist. Ja, jetzt wird ja noch richtig Schaden gefahren, der
Panderer möchte zwar hier auf uns schießen, aber er hat andere Probleme. Und eines seiner Probleme ist auch tatsächlich das Treffen. Habe ich auch hin und wieder, auch im Panderer. Das ist... hin und wieder hat man eben diese kleinen Problemchen. Wir, dass wir Breitseite zeigen müssen, weil wir der Midway ausweichen müssen. Das ist übrigens... What the fuck? Das war... Wenn das beabsichtigt war, hier eiskalt so durchzufahren oder ob es wichtiger war, hier zu schießen, das kann ich tatsächlich nicht eruieren. Es hat schon hart nach, ich scheiß auf den Torpedo, ich ziele hier lieber ein ausgesehen und mega viel Glück beim Ausweichen. Wenn nicht, dann hat Grantelberdiger den Blick für Torpedos, den einen und dann das perfekte Einschätzen der Fahrtrichtung und ein bisschen Bewegung, während man im Binokular ist, der mir zu 100% fehlt. Da würde ich gut absagen. Das wäre extrem krass und brutal. Und es sieht tatsächlich so aus, als könnten wir, oder könnte Grantelberdiger hier das Gefecht nochmal drehen. Es hat nämlich alles nach einem Sieg ausgesehen. Gut, die Midway ist auch, ja gut, ich würde nicht sagen, weit nach vorne gefahren, denn es gab ja eigentlich auch keine Probleme mehr auf dieser Seite. Die Insel ist da relativ sicher, man muss nur aufpassen, dass keines der Feindschiffe hier flankiert, so wie es, naja, die Yamato kann ich wirklich drauf schießen. Eine Midway mit 21.100 Trefferpunkten? Wir haben eine Midway, ist das normal? Bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Das war also eine ernsthaft gemeinte Frage. Kann schon sein, dass das normal ist. Die sind ein halbes Jahr nicht mehr gefahren. Ja, erst kurz nach dem Rework bin ich mit der gefahren, habe mich hochgespielt. Und ja, Queen of Killers, die Colbert, kannst du auf jeden Fall einmal loben. Die hat Großes geleistet und blustert sich damit, zumindest bisher, nicht auf. Manche Spieler schreiben das natürlich gerne in den Chat, damit jeder das mitbekommt. Das kann man machen. Aber wenn man es nicht macht, bin ich das sympathischer. Man spielt ja für sich selbst, fürs Team auf Sieg. Das war sehr, sehr viel Glück. Das war sehr glücklich. Alter Schwede, hier offen zu schießen ist notwendig übrigens. Da führt kein Weg dran vorbei. Es gibt für die 2 Minuten 49 keine andere Möglichkeit mehr, dieses Spiel zu gewinnen, als den Gegner zu besiegen. Und jetzt sind wir AP. Und das zur richtigen Zeit. Jetzt kommt er gleich rein. Ja, Grantelberdiger hat von dem fatalen Fehler gelernt. Wichtig ist jetzt, die Zitadelle zu finden. Ist auch ein Problem von mir. Man schießt am besten immer unter die Superstructure hier. Und hier hinschießen, da trifft man am zuverlässigsten, denn man schießt nicht so oft auf heilen, Grantelberdiger, er ist zu konzentriert, er heilt nicht, zu spät. Man schießt nicht so oft auf Flugzeugträger, das ist das Problem. Move away, I Torp. Ja, natürlich, Agen. Also, man schießt nicht so oft auf Flugzeugträger, dass man sich das, also dass sich es auszahlt, zu merken, wo genau das Ding ist. Zumindest ist es bei mir so. Und jetzt habe ich ihn zu früh gelobt. Jetzt hat er es doch reingeschrieben. Aber was ich sagen wollte ist, geil ist, dass die Yoshino schreibt, I Torp move away mit ihren lahmarschigen Scheiß-Torpedos aus 20 Kilometer Entfernung, wenn man Granaten hat, die das leicht schaffen können. Yamato Ram. Das ist gut. Ram or we lose. Das ist perfekt. Ich hoffe, er liest. Oder er nudelt sie so raus. Nein, Grantelberdiger, schau dir das an. Ja, danke schön. Nein, er dreht weg. Er dreht weg und zeigt ultra breit. Er hart links. Das schafft sie selbst da nicht mehr. Hopp. Der eine hat verschossen. Jetzt noch der hintere Turm. Oh Gott. Was ist das hier? Breitseitenbeasts oder was? Er dreht nicht mal die Türme nach. Was ist da los? Komm, Yoshino. 31 Sekunden. Schreib ruhig. Ich torpediere.
Gott, wenn das verloren wird. 30 Sekunden, 10.000. Dreht der Typ überhaupt die Türme? Jetzt dreht er in die andere Richtung. Jetzt dreht er in die andere Richtung. Wo ist seine Türme schon? Hopp Yoshino, mit Brand. Mit Sack. Nun, nach dieser massiven Zurschaustellung offensichtlicher Inkompetenz kümmern wir uns um die Gefechtsleistung von Grantl-Pertiger. 284.833 Schaden ist ein enormes Ergebnis. Generell mit jedem Schiff. Mit einer Colbert ist es ein extrem enormes Ergebnis. Respektive, wenn wir den Fahrstil der Colbert hier mit in Betracht ziehen, der sehr aggressiv war und ungemein belohnend tatsächlich, nicht nur für den Spieler selbst, sondern auch für den Zuschauer. 4000 Basic XP. 4 Schiffe. Gewaltig. Das ist einfach gewaltig. Das war ein Hardcarry gemeinsam mit der Manfred von Richthofen, die natürlich wie jeder CV viel zu schwach ist. Und eine Yoshino, die sich natürlich überhaupt nicht zum Farmen eignet. Und eine Yamato, die bis zum Schluss überlebt hat und deswegen 1892 Punkte hat. Und fast das Spiel, ja gut, weggeworfen ist, falsch gesagt, aber nicht gewonnen hätte. Obwohl das Gewinnen wie viel einfacher gewesen ist als das Verlieren. Ja, der ausführliche Bericht, der zeigt uns, wir haben 53.000 durch Brände gemacht, 88.000 durch die geringe Anzahl im Vergleich zu High AP-Granatenschaden und 142.000 Sprenggranatenschaden. Das sieht natürlich nach einem reinen HE-Feuer-Feuer-Bild aus. Sehen wir das am Ende noch? 1.000.000 übrigens und ja, da ist es. Ja, natürlich, die 127mm der Colbert sind nach dem Patch unfähig, irgendetwas gescheit zu penetrieren und auch schon vorher war es, ja, ich will nicht sagen fragwürdig, aber da hat man halt bei den schweren Kreuzern davon profitiert. Ist nicht unangenehm, denn Brände sind wie gesagt RNG und ist schwierig zu sehen, ob das wirklich großartige Auswirkungen hat. Je nachdem, welches Schiff man fährt, wenn die Basis 7% sind, bei einem schnellfeuernden Kreuzer, dann geht man auf 3,5. Es gilt einmal, Sprengmeister ist auf 5,5. Mit den Flaggen ist man auf 6,5. Die 0,5% zu Stock kann man sich dann quasi schenken und hat dafür höhere Penetration. Spielt jetzt aber überhaupt keine Rolle mehr, weil jetzt ist nur noch Bullshit damit möglich und ist deswegen komplett uninteressant und wir sind auf Feuer angewiesen. Eine extreme Einschränkung der Spielweise, welche mit dem neuen Captain Skill System wahrscheinlich noch weiter fortgesetzt wird, da BFD und AFD ja, nicht mehr in dem Maße zur Verfügung stehen, wie wir es denn gern hätten oder bräuchten. So. Ansonsten, BFD und AFD, passt, RPF super, Consumer Expert perfekt, Last Stand notwendig. Adrenalinrausch ist nicht mal geskillt, deswegen ist die Frage obsolet, ob sich das ausgezahlt hat mit dem Nicht-Heilen. Das ist ein klares Nein, man hätte dann sofort heilen müssen, wie wahrscheinlich auch die Antwort gewesen wäre, wenn Adrenalinrausch mit geskillt worden wäre. Selbst bei Henri Honor oder Honneur oder wie man das auch immer ausspricht. So, hier haben wir noch die Module. Reichweite. Ist unterm Strich dann trotzdem nicht viel, selbst mit Doppelmalreichweite. Doppelconcealment extrem wichtig und hier haben wir uns für den Speedboost entschieden. Bei Slot 2 ist für die Colbert einfach wichtig, wenn man offen fahren möchte. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einsenden dieses extraordinären, aggressiv und sehr spaßigen Colbert-Replays. Jetzt haben wir genug von den Colberts, jetzt wollen wir andere Schiffe sehen, die es so nicht so selten gibt. Wo sind die Flints, wo sind die Neos der Rajimis? Die bräuchte 41er, wenn ich schon wieder neues der Rajimi falsch gesagt habe, Gott im Himmel. Dankeschön fürs Einsenden, Dankeschön fürs Zusehen, wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.